guten Morgen an diesem wundervollen Montag. Und mit Morgen meine ich 2 Uhr mittags, 3 Uhr mittags. Und ja, ich wollte mir eigentlich noch fix was zu essen machen. Eigentlich wollte ich mir Nudeln kochen, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ich muss nämlich in 30 Minuten wieder in der Uni sein zu einer Vorlesung. Ich habe mir jetzt aber gerade im Superdrug endlich mal Sachen geholt, um meinen Ansatz zu blondieren. Denn wie ihr seht, ist es bitter nötig. Ich habe mir meinen Ansatz noch nie selbst blondiert. Ich habe schon, was weiß ich, wie vielen Leuten den Ansatz, die Haare blondiert, die Haare gefärbt, die Haare getönt. Ich mache meine Tönung ja immer selbst mit Directions. Aber blondiert habe ich meinen eigenen Ansatz noch nicht. Gekauft habe ich mir da so komische Sachets. Es ist total bescheuert hier in der Drogerie. Ich kaufe nie Drogeriesachen, weil ich davon nichts halte. Normalerweise gehe ich in Friseurbedarf, aber ich habe hier keinen Friseurbedarf gefunden. Und deshalb habe ich mir das hier geholt, weil das nächste ist zu einer richtigen Blondierung. Also so wie ich das immer anrühre. Und zwar ist das Blondierpulver, da sind halt so kleine Päckchen drin. Und dann gab es nur kleine Flaschen Peroxid. Das ist jetzt 30 Volumen, also 9%iges Peroxid. Das ist schon 3% stärker als ich normalerweise, wurde ich auch beim Friseur immer mit 6% gefärbt. Beziehungsweise blondiert, ist ja was anderes. Blondieren ist ja nicht färben. Und für danach habe ich mir das hier geholt. Die soll so schön grau werden. Ich hatte erst an dunkelgrau gedacht, aber dann habe ich mir ja gedacht so, ist ein bisschen blöd, weil dann Halloween brauche ich weiße Haare. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte doch vielleicht Trockenshampoo kaufen sollen. Naja, die müssen halt fertig sein, damit ich mir nachher die Haare blondieren kann. Deshalb habe ich mir jetzt seit 3 Tagen halt die Haare nicht gewaschen. So, Blondierung ist jetzt drauf. Oh, wie ich gerade sehe, habe ich noch ein bisschen Blondierung im Gesicht. Sollte, ja. Blondierung ist drauf, das war das letzte Eck. Ich hoffe, das wird gut. Schauen wir mal. Also es war eigentlich, ich war relativ fix. Ich glaube, ich habe jetzt 30 Minuten zum Auftragen gebraucht. Wir sehen einfach mal, wie es wird. In 40 Minuten oder so wasche ich ab. Ich komme jetzt gerade aus der Dusche und wir machen jetzt das Big Reveal. Und dann schauen wir mal. Oh. Sieht gut aus soweit. Ja, ich bin noch ziemlich gelb zwischendrin. Ich habe jetzt noch, wie gesagt, den Toner. Den werde ich auf jeden Fall jetzt noch raufhauen. Den werde ich halt am Ansatz raufhauen und dann erstmal einwirken lassen und dann schauen, was passiert. Hallo! Schaut mal! Sieht es nicht schön aus? Hier bin ich nur ein bisschen lila hier vorne. Aber ich finde, ich glaube, in der Kamera sieht das mal wieder weißer aus, als es im echten Leben ist. Aber es ist nicht schön. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist, dass der Ansatz immer noch recht gelblich ist. Man sieht den Unterschied noch ziemlich gut. Ich wollte euch nur das Ergebnis zeigen. Ich finde, das kann sich ganz gut sehen lassen. Habe so mittlerweile rausgefunden, warum ich noch so gelb bin. Ich habe die Einwirkzeit ein bisschen verkackt. Es waren hier vorne nicht ganz 30 Minuten und normalerweise muss 45 Minuten drauf bleiben. Ich bin nicht super begeistert von dieser Blondierung aus der Drogerie auf jeden Fall. Finde ich nicht so eine geile Sache. Nächstes Mal hätte ich gerne wieder gescheite Blondierung. Aber ich muss sagen, meine Kopfhaut fühlt sich gar nicht so trocken an, wie ich befürchtet hatte. Liegt da wahrscheinlich daran, dass ich das ausgewaschen habe und dann mit Feuchtigkeitsshampoo gewaschen habe und dann den Conditioner direkt auf die Kopfhaut gepackt habe, direkt nach dem Blondieren. Das habe ich 10 Minuten draufgelassen und dann habe ich es ausgewaschen. Und dann mache ich mir jetzt mal mein Gesicht ins Gesicht und gehe dann los. Wir gehen jetzt in Boots, weil ich immer noch keine Ahnung habe. Irgendwie bin ich zufrieden mit meiner Haarfarbe. Ja, und schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Und ansonsten schaue ich mal, ob ich da noch was anderes kriege, auf das ich es abgesehen habe. Wer weiß. Da ist es. So einen wollte ich unbedingt haben. Ich glaube, der ist ganz schön. Ich finde ihn ganz gut. Und jetzt suche ich noch Silber-Shampoo und für diesen Flausekopf. Ich hätte ja Bock, die hier zu probieren. Man weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall, ich finde, das sieht auf jeden Fall gut aus. Vielleicht probiere ich das mal. Um ein paar Mädels außerdem die Sorge zu nehmen. Ja, Yankee Candles sind hier exakt genauso teuer.
wie in Deutschland. Voll gut. Ich hätte ja so gerne eine, aber... Guckt euch mal dieses unglaublich riesige Glas an. Also zum Vergleich, das ist mein Kopf, das ist das Glas. Berry Trifle. Sieht geil aus. Ich dachte zwischendurch kurz, es riecht gut, aber nein. Aber ich gebe keine 21 Pfund aus für eine Kerze. Okay, Hair Stuff. Sorted. Es werden jetzt also lila Roots. Weil Laura meinte gestern, dass das mit dem Lila eigentlich ganz cool war. Und ja, warum nicht? Hatte ich schon mal. War auch ganz cool. Also warum nicht? Und dann bin ich auch den gelben Ansatz los. Super. Und jetzt gehe ich mir noch Kordel holen, damit ich endlich meinen Baldachin aufhängen kann in meinem Zimmer. Ich muss auch noch Geld abholen von einem Return, den ich gemacht habe und den Zettel nicht dabei hatte. Ich muss mal gleich gucken, ob ich den Zettel jetzt habe. Könnte ich mir nämlich noch 12 Pfund abholen. Natürlich kriegt man das Geld nicht zurück. Ist ja klar, weil ich habe jetzt sozusagen einen Gutschein für hier. Toll. Das ist außerdem, was man hier kriegt, das ist sowas wie so ein Euro-Store. Es ist ein bisschen seltsam. Man kriegt hier alles. Von Essen bis Spielzeuge und Bettwäsche. Das ist ein bisschen komisch. Es gibt hier so viel verrückten Scheiß. Pickup, Schokolade und Karamell. Toffee Poppers. Cadbury Biscuits. Cadbury Cookies. Rainbow Cookies. Es gibt hier sogar Pop-Tarts. Nice. Ich habe die hier gefunden und kann mich jetzt nicht zwischen Kupfer und Mattschwarz entscheiden. Scheiße. Ich finde die beide wunderschön, aber ich kann nur einen mitnehmen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich glaube, der hier ist ein bisschen too much, oder? Habe ich schon mal gesagt, dass ich mega schlecht in Entscheidungen bin. Jetzt habe ich mich für den Papierkorb entschieden, weil ich echt eigentlich noch einen brauche. Und jetzt habe ich überlegt, von dem restlichen Geld noch eine Lampe zu kaufen für neben das Bett / am Schreibtisch. Platz verbrauchen die beide ungefähr gleich. Und ich will die gerne natürlich auf meinen kleinen Nachttisch stellen, den ich mir geholt habe für 2 Pfund. Bargain. Ich glaube, es wird die hier. Die finde ich schöner. Vielleicht hätte ich aber auch einfach die hier kaufen sollen, eine davon. Hm? Würde doch super zu mir passen. Nicht. So, ich habe alles. So sieht das jetzt aus, da ist noch Milch drin und ja, ich habe gerade die falsche Richtung aus dem Einkaufspark rausgenommen. Egal, ist nicht so schlimm, muss ich einfach nur eine Ecke weiterlaufen, macht wahrscheinlich nicht mal eine Minute aus. Ja, ich gehe jetzt wieder heim und ja, werde dann wahrscheinlich mal mein Essen in den Ofen packen und vielleicht endlich mal was machen und eigentlich wollen wir heute Abend weg. Ja. Irgendwie ist es alles noch so ein bisschen surreal für mich. Ich war seit Ewigkeiten am Wochenende nicht mehr weg. Sehr seltsam ist alles. Ja, dann gehe ich jetzt mal nach Hause. Oh, die hier waren auch ganz wichtig. Ich hatte nämlich gestern Abend eiskalte Füße und das waren irgendwie die schönsten. Ich wollte gerade Schlippis sagen. So ähnlich. So ähnlich, auch für unten rum, aber für weiter unten rum. Ja, ist nur ein kleineres Teil. Warum funktioniert das jetzt? Warum funktioniert das? Ach, hoho, guck mal. Das hat ja sogar so ein Ding, damit man das als Hut tragen kann. Ich finde, die macht die besten Hauls der Welt.